Herzlich willkommen im Rahmen der Geschichte und Geschichten aus Kernen sind wir heute zu Gast hier im Schlosshof der Diakonie Stetten und heißen Sie herzlich willkommen. Die Arbeiten hier und die Vorstellungen über die Geschichte hier in der Einrichtung und auch von diesem Brunnen, über den wir uns heute unterhalten wollen, sind nur möglich aufgrund der Vorarbeiten von Adolf Kaufmann, Theodor Dürrlamm und Ludwig Dinzinger, die im Laufe der Jahre viel dazu geschrieben haben. Wir stehen hier jetzt nicht am ersten Brunnen im Schlosshof der Diakonie Stetten oder des Schlosses, sondern mindestens der fünfte oder sechste Brunnen, der immer wieder erneuert werden musste. 1664 heißt es dazu bei Adolf Kaufmann: Verwichenen Sommer hat die Herrschaft einen neuen Brunnen im Schlosshof gebaut. Dafür mussten die Dorfbewohner 200 Bäume auf dem Bobser bei Stuttgart fällen, sägen und bohren. Diese Teuchel genannten Rohre wurden von den Brunnenwiesen im Tal her bis ins Schloss neu verlegt. Der Brunnen, der 1664 neu gebaut wurde, erhielt zwei Messinghahnen und ein Steinmetz fertigte extra dafür zwei Fratzengesichter. Auf den Plan von 1825 ist die Schlossbrunnenleitung aus dem Tal eingezeichnet, die einen Wasserspeier im Schloss See gespeist hat und den Brunnen hier im Hof. Dieser Brunnen, an dem wir heute stehen, ist 200 Jahre später neu errichtet worden und die Jahreszahl, die an diesem Brunnen zu finden ist, weist auf das Erbauungsjahr hin. 1878 heißt es im Jahresbericht der damaligen Anstalt Stetten: Da ferner unser steinerner Brunnen am Tor strenge Winter kaum mehr aushalten kann, nutzte man die günstige Gelegenheit, von der Stadt Stuttgart einen schönen, gusseisernen Brunnen billig zu kaufen, welcher früher die Neckarstraße zierte. Die Aufnahme von 1930 zeigt, dass es auch hier in Stetten bitterkalte Winter gab. Im Hintergrund sieht man rechts die Schlosskapelle. Auch heute erkennt der Besucher noch, dass der Brunnen aus der Stadt Stuttgart kommt, an dem Wappen mit dem Stuttgarter Rössle, das Sie hier auf der Längsseite und auf der anderen Seite sehen können. Was bei diesem Brunnen wie aus einem Guss aussieht, ist in Wirklichkeit unterschiedlichste Teile. Der Brunnentrog ist ein eigener Teil, die Stele ist ein eigener Teil und auch der Ausguss, der Auslauf ein eigener Teil. Auch die gestalteten Elemente dieses Brunnens sind alle aufgesetzte Bereiche. Man sieht es hier, das wurde dann vernietet oder verschraubt. Auf der historischen Aufnahme von 1925 sieht man, dass im Schlosshof wesentlich mehr Bäume standen. Im Hintergrund hinter dem Schlossbrunnen sieht man das ehemalige Schlosskrankenhaus. Auch der Bereich hier an der Stele mit dem gestalteten Element hier stammt eigentlich von einer Gussform und wurde dann später an diesem Bereich hier aufgesetzt und verdübelt und verschraubt. Verschiedene Tiere hier zu sehen und auch hier wie Fischotter begleiten das Stuttgarter Wappen. Auffallend ist, dass bei dieser Figur auf beiden Seiten der Kopf fehlt. Es handelt sich hier um einen Drachen oder Echse. Entweder war der Kopf sehr beliebt oder aber er ist durch die vielen Renovierungsmaßnahmen verloren gegangen, da man hier an dieser Stelle eine Nut sieht, an der der Kopf befestigt war.
Auch auf den Schmalseiten dieses Brunnen finden wir eine Ornamentik gestaltet, aufgesetzt aus einer Gussform. Die Bedeutung dieser wunderbaren Wassernixe für die Stadt Stuttgart ist unklar. Auch die unscheinbaren Zierelemente an diesem Brunnen sind aufgesetzte, vorgefertigte kleine Teile wie diese Blüte, die Sie hier sehen. Am Aufbau dieser Stele sieht man, dass der Brunnen auch unterschiedlich verwendet werden konnte. Wir haben jetzt hier in Stetten einen einröhrigen Brunnen. Es wäre aber durchaus möglich gewesen, an den anderen Stellen einen weiteren Auslauf anzubringen. Was den Reiz an diesem Brunnen aber ausmacht, das sind die Details, wie man auch hier an diesem Auslaufkopf sieht. Dieser Brunnen ist nicht der erste Brunnen, wie Sie jetzt wissen. An unterschiedlichen Stellen hier im Schlosshof gab es Brunnen. Der wichtigste Brunnen allerdings befand sich hinter mir, rechts neben der Blutbuche. Auf der historischen Aufnahme von 1925 sieht man im Hintergrund die Schule und rechts daneben das ehemalige steinerne Eingangstor der Anstalt Stetten. Auf dem Ausschnitt aus dem Gesamtplan von 1772 sieht man den Schlosshof mit den angeschnittenen Seen um die Anlage sowie den Schlossbrunnen. In der historischen Beschreibung von 1664 der Schlossanlage wird der Brunnen mit zwei Fratzen erwähnt, die ein Steinmetz extra hauen musste. Gegenüber des jetzigen Schlossbrunnens aus Gusseisern findet man einen Hinweis auf den historischen Brunnen von 1664 an dieser Fassade. Die später angebrachte Fratze sehen Sie hinter mir am Scheitelstein des Fensters im oberen Stockwerk. Der große Brunnentrog vor der Schlosskapelle ist nicht das einzige Beispiel aus dieser Zeit, sondern hinter mir an der Fassade des Gebäudes befindet sich ein kleinerer, weiterer eiserner Brunnen. Dieser kleine unscheinbare Brunnen besteht auch aus vier Teilen, aus einem Sockel, aus einem Trog, aus der Wandverkleidung und aus dem Auslauf. Ein schönes Detail findet sich hier mit diesem Drachenkopf als Auslauf. Auf diesem Druck von 1908 sieht man die Gesamtanlage der damaligen Anstalt Stetten. Auf dem Ausschnitt aus diesem Druck sieht man, dass es viele Wasserspiele gab und im Hintergrund auch den gusseisernen Brunnen vor der Schlosskapelle. So viel zum Schlossbrunnen hier im Hof der Diakonie Stetten aus der Reihe Geschichte und Geschichten aus Kernen. Ich möchte Sie herzlich einladen, diesen Ort einfach auch einmal zu besuchen.